Die Umsatzsteuerkorrektur erfolgt erst dann, wenn der Forderungsausfall feststeht. Das heißt, das Finanzamt kümmert sich weder darum, dass wir dem Kunden etwas auf Ziel verkauft haben. Wir buchen per Forderung an Umsatzerlöse und dann Umsatzsteuer. Und wenn dann ein Steuerfälligkeitstermin kommt, dann will das Finanzamt das Geld haben, unabhängig davon, ob unser Kunde bezahlt hat. Und das Finanzamt kümmert sich auch nicht darum, wenn der Kunde jetzt erstmal nicht zahlt und die Forderung zweifelhaft wird, dann wollen die trotzdem das Geld haben. Erst wenn wir was Offizielles haben, zum Beispiel Insolvenz, offiziell Mangelsmasse eingestellt, können wir die Schuld gegenüber dem Finanzamt egalisieren durch die Gegenbuchung per Umsatzsteuer. Vorher nicht. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.